soll ich hin? Straße runter! Zu dem Gebäude mit dem Polizisten davor! Danke. Gut. Und damit, hallo liebe Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem Video von Cyberpunk 2077. Ja, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zu Joshua. Zu dem komischen Messias, Propheten, Reue, Bierenpflücker, keine Ahnung was, der sich da ja da offiziell hinrichten lassen will. Beziehungsweise in einem BD. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im letzten Video haben wir Panem geholfen, ihren Chef da, Saul, zu retten. Das war natürlich wieder anders als geplant, aber hat es ja im Endeffekt funktioniert. Wir haben ja Saul gerettet. Und das ist die Hauptsache. Und jetzt hat Judy sich halt auch wieder gemeldet. Ich hab da so viel zu tun. Wow. Cyber Hub. Sieht aber cool aus. Hallöchen. Du hast dir also gestern die Geräte ausgeliehen, Bitte, was für Geräte? Es fehlt doch nichts. Stimmt, jetzt nicht mehr. Aber ich weiß genau, was du aufgenommen hast. Wow, toller. Auch wenn du den Daten später austauschst. Toller Wohnwagen, da ist nicht viel drin. Gut. Hätte gedacht, du siehst professioneller aus. Und ich hätte gedacht, du hast zwei Augen. Egal. Geh rein. Keine Sorge, Olga. Wir klären das. Definitiv. Wir halten den Zeitplan ein. Hilfe ist unterwegs. Endlich. Na los. Stevenson fragt schon den ganzen Tag nach dir. Er ist in seiner Ankleide. Geh zu ihm. Ankleide? Oha. Ihr wollt doch heute echt wo durchziehen, wa? Digga, warum bist du nackt? Du wolltest mich sehen? Ich will, dass du bei mir bist, wenn meine Seele diese Welt verlässt. Ich habe keine Freunde oder Familie. Nur Fremde sind hier. Du willst diesen Braindance also wirklich drehen? Ich bin entschlossen wie nie zuvor. Setzen, du schaffst das. Du hast reine Absichten, aber es ist nicht der richtige Weg. Bleib stark, du schaffst das. Hey, hör mir zu. Du schaffst das. Du bist schon so weit gekommen. Stell dich nun deiner Angst. Okay. Ich versuch's. Ich hab solche Angst. Betest du mit mir? Irgendwas suchst dir aus. Ich will nicht beten, aber ich bleibe hier bei dir. Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heilige hüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Joshua. Amen. Es ist soweit. Meine Zeit ist gekommen. Ich möchte, dass du mit mir kommst. Ich möchte, dass du den Hammer hältst. Und mich ans Kreuz schlägst. Bitte was? Bitte. Okay. Okay, Joshua. Ich tue es. Danke. Wenn der das so haben will, dann hau ich dir halt die Teile durch die Hände. Na dann mal los. Du musst dann mal Zeilen sagen. Nicht viel. Du musst sie nur vom Prompter ablesen. Der wird ja hier aufgezogen wie eine. Wie ein Film, ey. Oha. Und ich will mit dem Braindance sein. Ey, wird da wirklich. Digga, Alter, was ist denn los mit dir? Ich
Okay, so right. Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Alter. Bist du dir sicher, Bro? Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wie ist dein Zustand? Mein Zustand ist komplett katastrophal. Warum hast du das nicht durch die Hand, anscheinend durch die Pulsadern direkt? Bist du bereit? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oh, ein Digga, jetzt durch die Füße. Uiuiuiui. Ja, komm. Wir sind zu Recht gestraft, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Kreuz anheben. Ob das überhaupt hält? Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Zustand, gewinne. Und du? Was jetzt? Knarre kann ich nicht ziehen. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Ist jetzt gestorben, anscheinend. Das war wohl mein härtester Gig, aber ich hab's geschafft. Was jetzt? Jetzt gehe ich nach Hause und schlafe 2 Tage durch. Ich werde mich wegen deiner Bezahlung bei dir melden. Ich erwarte deinen Anruf. Ja, bis dann. Okay, alles klar. Keine Zugehörige, ne? Zieh ich auch nicht bei. Okay. Ja, gut. So, das haben wir auf jeden Fall. Talking about the Revolution. Mit Judy. Kannst du eine Mission alle nochmal machen? Ich komme hier nochmal raus. Warte nochmal. Eine Karre klauen wäre jetzt nicht so sinnvoll, oder? Scheiß drauf. Hä? Hä? Wieso ist jetzt ausgestiegen? Hä? Was? So steigst du denn immer aus? Soll der Schwachsinn. Aber ich mit dem Wagen hier nicht rauskommen, wa?
Gucken, ob Alvarez oder Valvarez sich noch mal labern will. Er ist gar nicht mehr da. Und war auch schon mal mehr. Gut. Fahr mich ruhig um mit deiner Bratzkarre. Der fährt mich auch noch um mit seiner Bratzenkarre. Ich glaube, es geht los. Komm hier, ja, warte. Stimmt, ich habe meinen Wagen geparkt. Aber Kamerawechsel macht er auch nicht. Was ist denn mit Kamerawechsel, Mann? Gibt's aber die gar nicht? Was hat denn jetzt? Man sieht aber gar nichts in dieser Kamera. Jo, Alter! Was ist denn das immer für eine Katze? Warum? Alter. Man fährt ja mal irgendwo gehen, wo nichts ist. Oh. Und du wärst noch mit Kamera wechseln, Bro. Ach, schon wieder Bro gesagt. Klappt nicht. Ich kann in diesem Wagen keinen Kamera wechseln. Karre ist geil. Kann man nichts sagen. Gut. Gehen wir mal zu Judy. Warten. Mal wieder. So, Judy da, etwas später. Kling dong. Hey, wie? Komm rein. Wer bist du denn? Tom. Wir sind in der Küche. Wer bist du? Da bist du ja, sehr gut. Setz dich. Das ist Roxanne. Sie arbeitet schon seit Ewigkeiten im Clouds. Hallo. Hey, schön, dich kennenzulernen. Als ich gehört habe, was du im Clouds abgezogen hast, habe ich echt bedauert, dass ich da frei hatte. Wir schaufeln die Gratis-Pizza rein und hauen ab, okay? Also, wie lautet der Plan? Warten auf Maiko. Wie geht's dir? Ganz okay. Bin aber etwas traurig. Den Leichengestank wirst du nie wieder los. Du machst doch viele kalt, oder? Was ist dein Geheimnis? Ist dieser unvergleichliche Feinsinn angeboren? Oh ja. Und trotzdem feile ich ständig daran herum. Übrigens, Forrest ist heute nicht zur Arbeit erschienen. Oder gestern. Echt? Frag mich warum. Vielleicht krank? Oder im Lotto gewonnen und zum Mond abgedüst. Mhm. Alles ist möglich.
Seid ihr zwei bald fertig? Die Revolution plant sich nicht von selbst. Ich habe den Verhaltenschip so modifiziert, dass er Puppen ein Motorreflexsystem verpasst. Macht aus jeder Puppe einen knallharten 1A-Solo-Kämpfer. Faszinierend, oder? Was man alles beim Tunen vorgetäuschter Orgasmen für die Mox lernt. Kannst ja später lüften. Egal, brauche ich halt am Fenster. Der Körper reagiert, als wäre er perfekt auf Bewegungsabfolgen trainiert. Ich hab's schon an Tom getestet. Die Chip-Impulse ersetzen jegliche natürlichen Reflexe und versetzen den Benutzer in einen Cyberpsychose-ähnlichen Zustand. Aber im Grunde ist es dasselbe, wie wenn wir uns für einen Kunden aktivieren. Jede Tech hat Nebenwirkungen. Das ist nicht neu. Sag schon, was kann passieren? Der Kampfmodus schaltet sich bei Gefahr automatisch ein und kann nicht deaktiviert werden. Das kann ich noch nicht umgehen. Das ist alles? Weiß nicht. Sicher kann man nur sein, wenn man monatelang mit vielen Leuten testet. Und es gibt ein ethisches Problem. Man könnte jemanden umbringen, ohne sich zu erinnern. Solos beherrschen mehr als nur Bewegungsabfolgen. Da laufen mehrere Dinge in Millisekunden ab. Logistik, Entscheidungen. Geht nur mit jahrelanger Übung. Ich wette, die wird ein Chip kaum ersetzen können. Stimmt. Aber was Besseres fällt mir nicht ein. Die Alternative wäre intensives Training, aber die Zeit haben wir nicht. Wie bist du nur darauf gekommen? Hab gelernt, wie im Clouds die Chips funktionieren. Sie kamen mir schon immer leicht modifizierbar vor. War eher überrascht, dass ich nicht schon in Maikos Büro die Idee hatte. Dein Glück bei all den Kameras und Mikros im Clouds. Die Tiger Claws würden solche Chips eher mit Schraubenziehern aus den Puppen holen, als solche Ideen zuzulassen. Gut, also ich sehe. Okay, das will ich sehen. Endlich spricht's jemand aus. Tom? Das habe ich aus einer Kung-Fu-Trainings-Virtu. Ich geb's zu, das war cool. Vielleicht für den Marktplatz in Kabuki. Nein, bevor wir ernsthaft übers Geschäft reden, will ich was Handfestes. Du hast ihn doch gesehen. Das war ein Kneipentrick. Ich will einen Kampf. Wir haben doch hier einen Experten für Prügeleien. Ich will sehen, wie Tommy sich gegen ihn schlägt. Wie? Aber lasst meine Bude intakt, okay? Ich mag's hier. Fangen wir an. Was zum... Ah! Bist du da? Kannst du mich hören? Habt ihr das gesehen, Leute? Alter! Ich sollte mal aufs Laufband. Nicht schlecht, Judy. Hast dich selbst übertroffen. Wenn du den verkaufen würdest, wärst du die reichste Judy der NUSA. Lieber nicht. Gibt genug Tötungsmaschinen auf der Welt. Mehr müssen wirklich nicht sein. Wenn das vorbei ist, zerstöre ich die Chips. Wie? Okay. Das beweist es. Der Chip funktioniert. Dann fangen wir an. Du hast eine Elite-Truppe aus 3 Kämpfern und einem Techie. Und jetzt? Wachen und normale Tiger Claws. Alle machen, entwaffnen, rausschmeißen und das Clouds dann übernehmen. Easy. Die Bosse kriegen ein Ultimatum. Einen Anteil der Profite dafür, dass sie sich nie wieder im Club blicken lassen. Und sich natürlich aus dem Management raushalten. Dachte ich mir. Ein halbgarer, verrückter Plan. Du denkst nicht weit genug im Voraus. Die Sicherheitsleute auszuschalten wird nichts bringen. Die Claws schicken nur mehr. Hiromi Sato ist der, den du willst.
Wer soll das sein? Hiromi Sato? Wer ist das? Der echte Cloud-Boss. Zeigt sich fast nie, aber weiß über alles Bescheid, was im Club abgeht. Die Claws vertrauen ihm. Er ist einer von ihnen. Wir können versuchen, ihn zu überzeugen, aber ob er mitmacht, könnte klappen, wenn wir ihm genug Angst machen. Gut. Wo finden wir diesen Hiromi? In seinem Apartment, H8 Megatower. Ganz oben im Penthouse. Verlässt sein Glashaus fast nie. Aber ich werde rausfinden, wie wir da reinkommen. Kommen Tom und Roxanne auch mit? Nein, wir müssen an beiden Orten gleichzeitig sein. Sie kümmern sich um das Clouds. Doppelter Angriff. Das gefällt mir. Der Plan könnte klappen. Maiko, du bist also auch an Bord? Sonst würde ich hier nicht meine Zeit verschwenden. Also, wie sieht's aus? Tom, Roxy, habt ihr euch entschieden? Ich muss noch drüber nachdenken. Ich habe noch nie einen umgebracht. Ich bin sowas von dabei. Wie? Bitte sag mir, dass du da nicht ernsthaft mitmachen willst. Du kannst nicht unsere Hälse für ein paar Nutten riskieren. Klar. Bin dabei, Judy. Hatte ich doch schon gesagt, oder? Danke, Vee. Spar dir deine Dankbarkeit für später auf. Ich arrangiere das Treffen mit Hiromi und melde mich dann. Dauert ein paar Tage. Bis dahin. Winke, winke. Maiko, warte. Nimmst du uns mit? Nur wenn ihr nicht redet. Ich glaube, ich krieg Migräne. Scheiße. Ich hab Angst, Vee. Aber wo wir gerade bei Dankbarkeit sind, das, was ich dich bitte, ist nicht kostenlos, das weiß ich. Ich find's toll, dass du mir helfen willst, aber ich bin bereit, dich voll zu bezahlen. Ich finde das nur angemessen. Judy, dein Ernst? Nein, davon will ich nichts hören. Aber... kein Wort mehr. Vee, alles okay? Siehst nicht gut aus. Okay. Geht schon wieder. Alles gut. Was zum Teufel? Wie? Bist du krank? Erinnerst du dich an den Job für Evelyn? Den Relic, den ich klauen sollte? Wie könnte ich das vergessen? Dieser Biochip. Um es kurz zu machen. Da war Johnny Silverhands Verstand drauf. Ein Engramm, das meinen überschreibt. Ist nicht dein Ernst. Ich wünschte, so wär's. Fuck. Und kannst du irgendwas tun? Hoffentlich. Es ist spät. Du bist müde. Wenn du willst, kannst du auf der Couch schlafen. Klar. Klingt super. Danke. Gar kein Problem. Fühl dich wie zu Hause. Sieh mal einer an. Die Bushido-Sammlung im BD-Format. Die ersten drei sind mittlerweile Sammlerstücke. Wo ist sie denn? Aber die hat mir geschrieben. Mein Gott.
Sehr schön. Verlasse. Wo bist du denn? Ich schlag dir die Zähne aus. Pana. Wie, kannst du gerade? Willst du reden? Ich meinte persönlich. Kannst du zum Lager kommen? Ich habe ein Problem. Ja. Danke. Da bin ich erleichtert. Bekomme ich etwas mehr Infos? Worum geht's denn? Also, das würde ich dir lieber... Lass mich raten. Saul, oder? Du kennst mich zu gut. Mhm. Bis gleich. Ja, dann wird das jetzt immer nur hin und her gewechselt zwischen Judy und Panem, wa? Ja, Scorpion ist besser für ein Land. Also für unwegbares Gebiet. Mal gucken, was er hat. Radio. Oh, noch ein bisschen hart gebremst. Was ist? Sandra Rihanna. So, haben wir noch ein paar am Juckeln. Ja, will ich doch annehmen. Geht aber nicht. Hey! Ah, jetzt. Hast du die Zahlen gesehen? Stevenson ist der Hit! Glückwunsch? Du warst großartig. Vergiss alles, was ich dir gesagt habe. Die Eddies kriegst du in Kürze. Und ich pack dir einen Bonus obendrauf. Viel Spaß damit. Die wollte ich doch gar nicht. Scheiße, Mann. Ich wollte das, Mann. Kacke, ja, falsche Mission gemacht. Ich wollte ja gar nicht mit Takemura treffen. Boah, 4,5 Kilometer, ey. Ich hab mich auch schon ein bisschen... ja, schnell fährt die Karre nicht. Es fährt ja auch nicht so eine wirklich geile Karre, um die Jungs zu klauen. Okay. Ey, bleib hier!
Die ist zwar ein Sportwagen, aber der Innenraum ist echt wohl hässlich. Kann ich die Kamera wechseln? Nö. Boah, was ist denn hier los, Alter? Entspannter Song. Tja, fährt aber auch nicht schneller als 130. Zahl eine coole Drehung kannst du machen. Ach, da oben steht es, habe ich gesehen. 152. Oder 66. Boah, kommst du dann her? Das ist nicht so gesund für den Wagen. Das ist egal, kann er stehen bleiben. Gut. So, Leute, würde ich mal sagen, dann beende ich mal hier passend das Video. Mit dem neuen Wagen. Ui. Boah, du bist aber nicht so cool. Wie die Karre, ey. Sieht natürlich richtig Porno. Ja, schön, dass ihr mit dabei wart und Bock drauf hattet. Hat die auch eine Knarre oben drauf? Ja. Immer wieder gut, wenn ihr mit dabei seid. Schön mit dabei seid. Boah, noch eine dicke Karre. Achso, dass ich vorhin geklaut habe. Ja, da werden wir im nächsten Video mal wieder mit Panam reden. Die uns ja wieder zum zweiten Mal. Ich glaube, innerhalb von drei Videos. Und dann mal sehen, was es gibt. Ja. Was soll ich dazu sagen? Wenn ihr Bock drauf habt, dann sind wir gerne beim nächsten Mal dabei. Oder halt nicht, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Wäre auch schon echt nice, wenn ihr mit dabei wärt. Ist auch immer wieder cool. Weil, würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt auch immer noch einen schönen Tag. Bis dahin und. Schön mit dir, dann machen wir Party.